Auf der Baustelle, dem Klo, im Busch, am Bahnhof hängend, vor dem Ausgang, mit einer von zwei Hosen ausgezogen, in Unterhose, auf dem Geländer, auf dem Fahrrad, in der 69 oder am Abhängen. Während das Schlafen im Frankfurter Bahnhofsviertel normal ist, weil dort mehr gespritzt wird als bei Mr. Olympia, gibt es eben dieses Drogenproblem in den Stadtteilen Shibuya und Shinjuku in Tokio nicht. Und trotzdem sieht man dort solche Bilder. Übrigens, wenn ihr noch mehr Bilder sehen wollt, ich packe euch den Insta-Link von der Seite Shibuya Meltdown in die Beschreibung. Aber seid vorgewarnt, viel Kotze. Und ähnlich wie in Frankfurt stehen auch die meisten Japaner auf diesen Bildern unter Drogen, aber nicht unter Heroin oder Crack, sondern Alkohol. Und obwohl in Deutschland oder eigentlich auch jedem anderen nicht-muslimischen Land viel Alkohol konsumiert ist, ist uns das Phänomen trotzdem fremd, dass eben sich normale Angestellte, die Hauptstadt, zum IKEA Betonspringbett machen. Deshalb schauen wir uns im heutigen Video an, wieso Japaner in Tokio auf der Straße schlafen. Grund 1, Alkohol. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass viele unserer Betondornröschen vorher im Club gewesen sind. Und jeder, der sich schon mal richtig ein hinter den Römer gebechert hat, wird das kennen, wenn man einfach irgendwann so viel getrunken hat, dass man einfach nur noch loslässt und wegpennt. Und für Japaner ist eben genau diese Grenze, wo man loslässt, schneller erreicht, da sie Alkohol nun mal schlechter vertragen als Europäer. Das liegt nämlich daran, dass ihnen ein gewisses Enzym fehlt, was eben den Alkohol an der Leber abbaut. Und obwohl wir in Deutschland zwar trinkfester sind, kommt es dennoch vor, dass der ein oder andere über die Stränge schlägt, weswegen Alkohol nicht der einzige Grund sein kann, dass es zu solchen Bildern kommt. Kommen wir deswegen zu Grund 2, die Sicherheit. Sicherheit ist wahrscheinlich der erste Aspekt, worum sich jeder von euch Sorgen gemacht hat. Denn würde man in Frankfurt so wegpennen, würde man wahrscheinlich ohne Handy, ohne Portemonnaie, ohne Klamotten und mit einer Niere weniger aufwachen. Oder halt auch einfach gar nicht. In Tokio allerdings lässt man sie einfach schlafen. Außer halt, wenn man an den Automaten muss. Denn oftmals stört es einfach niemanden, wenn die da einfach seelenruhig schlafen. Meistens stehen sie eh von alleine auf, wenn sie dann morgens von der Sonne geweckt werden und dann den ersten Zug auch wieder nach Hause nehmen können. Unschön wird es nur, wenn sie sich einkotzen. Wie gesagt, die Bilder erspare ich euch, aber glaubt mir, teilweise ist da echt sehr viel Kotze dabei. Also wirklich gottlos viel. Genau dieses Vertrauen in die japanische Gesellschaft, einfach auf der Straße wegzupennen, zeigt auch eben, wie sicher Japan ist. Weltweit, zumindest in 2023, auf Platz 9 und mit Deutschland als Vergleich auf Platz 15, lässt sich hier wieder sehr gut sehen, wie sicher Japan eigentlich wirklich ist. Ein weiterer Faktor, weswegen man vor allem in Tokio weniger Sorge haben muss, ist, dass gefühlt an jeder zweiten Ecke eine Koban, also das japanische Wort für Polizeistation, steht und dort eben rund um die Uhr immer 2 bis 3 Polizisten ganz schnell aufzufinden sind. Daher ist auch die Reaktion der meisten Japaner: hinsehen, lachen, weitergehen. Oder wenn sie die Spendierhosen anhaben, stellen sie oftmals gerne noch ein Getränk dazu, was sie aus dem Getränkeautomaten von nebenan dann für 100 Yen kaufen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass als Deutscher echt erschreckend ist, wie seelenruhig Japaner sich die Straße zur Betonmatratze machen. Denn auch ich habe, als ich in Osaka war, um 2 Uhr eben genau so jemanden in der Fußgängerzone liegen sehen, mit dem Handy, Portemonnaie, alles einfach neben den Kopf gelegt und wirklich komplett weggetreten. Und als wir dann 3 Stunden um 5 Uhr morgens wiederkamen, war alles noch da, plus eine Flasche grüner Tee. Grund 3 habe ich vorhin schon leicht angeschnitten, und zwar, dass ab 0 bis 1 Uhr ungefähr, je nachdem welche Linie man nimmt, keine Züge oder Busse mehr fahren. Das heißt, wenn die Japaner aus dem Club kommen, müssen sie sich entweder entscheiden, den letzten Zug gegen 0 zu nehmen oder bis 5 Uhr da zu bleiben. Und viele, die dann eben zwischen 0 und 5 Uhr aus dem Club kommen, wissen dann auch, dass sie innerhalb der nächsten 4 Stunden wahrscheinlich nicht nach Hause kommen und machen es sich dann eben auf der Straße gemütlich. Dadurch sparen sich dann auch noch die Kosten für entweder ein teures Hotel oder eben eine Taxifahrt, die nachts nochmal deutlich teurer wird als tagsüber. Und der letzte Grund ist einer, für den Japan auch bekannt ist. Ihr ahnt es schon, die Arbeitskultur. Viele Japaner arbeiten zu viele Stunden. Das ist einfach so. 25% der Firmen verlangen zum Beispiel 80 unbezahlte Überstunden pro Monat und geben auch nur 10 Urlaubstage pro Jahr. Von denen man natürlich auch nur die Hälfte nehmen soll, weil alles andere wäre natürlich Verrat an der Firma. Und die Kirsche oben auf der Sahnetorte ist auch noch, dass wenn man dann krank ist, man sich eben seine Urlaubstage nehmen muss, um zu Hause zu bleiben. Und dazu kommen dann auch noch Verpflichtungen nach der Arbeit, wo man eben mit Kollegen essen und trinken geht. Das alles sorgt natürlich für einen extremen Schlafmangel, riesigen Stress, wenig Freizeit und trägt auch eben zu den vergleichsweise hohen Selbstmordraten mit in Japan bei. Da ist es auch nicht Verwunderung, dass Japaner bei solcher Erschöpfung in Kombination mit Alkohol dann einfach irgendwann nur noch die Augen zu machen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, dass als ich damals 365 Tage im Land der Straßenschläfer verbracht habe, ich auch tatsächlich an meinem ersten Wochenende genauso weggepennt bin und dann eine Stunde später eben noch mit Portemonnaie, Handy und allem Möglichen unversehrt wieder aufgewacht bin.
Dieses Video soll natürlich keinen ermutigen, Reisekosten zu sparen, indem man auf der Straße steht, sondern nur das Phänomen und die Ursachen dahinter einmal erklären. Habt ihr so etwas schon mal gesehen oder würdet ihr euch in eurer eigenen Stadt trauen, auf der Straße zu schlafen? Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Denn nächste Woche sehen wir uns in Osaka, wo ich ein Cosplay für die Kyoto Anime Convention baue. Also Freunde, macht's gut, passt auf, wo ihr einschlaft und wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Okay, time to go home. Train coming.